Hallo Zoe. Hallo. Du bist in den letzten 3 Jahren zu einem internationalen Superstar geworden, kann man echt sagen. Die Gold- und Platinplatten stapeln sich bei dir. Und du bist erst 21 Jahre alt. Das Ganze ist in einer sehr kurzen Zeit durch die Decke gegangen. Was ganz besonders an dir ist, ist, dass du sehr, sehr offen in deinen Texten über deine eigenen Struggles sprichst und schreibst. Du schreibst auch selber. Ja, ich schreibe selber. It's gonna be low, it's gonna be lonely. Why should be the happiest woman ever alive? Right now I don't feel like you die, I just wanna die. I've got some wheels, got those deals, got the credit card. Wir wollen heute ein bisschen über Angst und Panik sprechen. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo deine Angst oder Panik so krass wurde, dass du gemerkt hast, okay, das ist der Knackpunkt, jetzt muss irgendwas passieren? Kannst du das mal beschreiben? Also bei mir war das halt so, dass ich hatte Panikattacken noch als ich Kind war und habe nie gewusst, was das ist. Und ich war zwar in Therapie, aber mir hat nie jemand gesagt, was das ist. Und ich habe halt Epilepsie gehabt und für mich war halt, ich habe die gleichen Symptome gespürt, nur dass halt der Anfall nicht gekommen ist. Und so fühlt sich das für mich an. Also ich kann nicht mehr spüren, dass ich bin. Also ich gucke meine Hand an und die bewegt sich, aber ich spüre sie nicht. Also ich mache es nicht bewusst so. Dann kriege ich so eine Angst in der Brust und so fängt das eigentlich meistens an. Kann ich mir das so vorstellen, dass wenn die ersten Symptome kommen, dass du auch merkst sofort, wow, ich werde jetzt von Angst und Panik dann wirklich überflutet? Ja, genau so fühlt sich das an. Also ich mittlerweile nicht mehr so doll wie früher, weil ich halt viel dran gearbeitet habe. Früher war ich halt immer bei einer Psychologin und wir haben halt nie an diesem Thema gearbeitet, sondern immer drumherum. Und jetzt habe ich mich das allererste Mal so vor 2 Jahren richtig damit beschäftigt und bin darauf eingegangen. Und ja, es ist auf jeden Fall eine richtige Überflutung, also komplett Panik. War das eher im privaten Bereich oder auch, wenn du auf eine Bühne oder irgendwie in der Öffentlichkeit aufgetreten bist? Es ist eigentlich, überall kann es passieren. Also ich kann es ja nicht beeinflussen, so. Ich kann nicht sagen, wann es kommt. Es kann überall passieren. Es kann vor einer Fernsehshow, während einer Fernsehshow, es kann auf der Bühne, vor der Bühne, nach der Bühne. Es kann überall kommen. Es ist auch schon überall passiert. Und dann spricht man auch tatsächlich von einer Panikstörung. Wenn es unvermittelt auftritt, man kann das nicht planen oder vorhersehen. Ja. Es passiert einfach und dann läuft dieses Angstprogramm und Panikprogramm im Körper und im Geist ab. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, man hat sich so eine Routine so angeeignet. So. Also wenn es passiert und man sich noch nicht beschäftigt hat damit, wie man damit umgeht, dass der Körper sich bei den ersten Malen von Panikattacken was aufgebaut hat. Und es läuft dann immer gleich und du hast ein bisschen in diesen Teufelskreis drin, weil du hast es, anstatt dich da so zu beruhigen, habe ich mich da voll reingelegt in diese Panikattacke. Hast du auch angefangen, Situationen zu vermeiden? Weil das ist eigentlich auch etwas, was bei einer Panikstörung oft dann der Fall ist. Ja, genau. Also ich war auch eine Zeit lang gar nicht draußen, weil ich voll Schwindel hatte. Also sobald ich draußen war, hat sich alles gedreht. Aber auch nicht wirklich gedreht. Ich hatte nicht Schwindel, wie man sich den vorstellt, sondern in meinem Kopf war mir einfach schwindelig. Ich habe jetzt nichts gedreht oder verdreht gesehen. Ich habe mich einfach sehr unwohl gefühlt draußen. Das heißt, ich war nicht draußen. Ich war eine ganz lange Zeit, bestimmt 1,5 Jahre nicht mit Freunden. Aber wenn du sagst, du hast 1,5 Jahre eigentlich zu Hause eher oder wolltest am liebsten zu Hause sein, das ist ja eine krasse Vermeidung. Ja. Das ist der sichere Bereich zu Hause. Wann kam denn der Knackpunkt, dass du gesagt hast, wow, okay, hier meine Panik und meine Angst engen mich vielleicht so ein oder machen mir so sehr zu schaffen, es muss sich jetzt was ändern? Und das war, als ich war eigentlich ganz normal zu Hause abends und Freunde waren da und ich habe es einfach nicht geschafft, aus meinem Ankleidezimmer rauszukommen. Also ich habe mich nicht getraut, rauszugehen, obwohl ich wusste, ich bin eigentlich sicher. Und dann saß ich da die ganze Zeit und habe dann ja in dem Moment natürlich eine Panikattacke bekommen und bin dann auch so 3-4 Stunden gar nicht rausgekommen und keinen von meinen Freunden hat gefragt, so, was mit mir ist, wo ich bin und so. Das war dann erstmal egal. Aber das war für mich eh Nebensache in diesem Moment. Und dann habe ich meinen Manager angerufen und der hat mir dann den Kontakt von Manuela Hein weitergeschickt. Und da war das erste Mal, da habe ich das erste Mal mich mit solchen Sachen richtig beschäftigt und mit mir selber.
Das heißt, sogar bei dir zu Hause wurde es so schlimm, also in deinem Safe Space eigentlich, genau da hast du auch gemerkt, okay, sogar hier habe ich das, jetzt ja. muss ich wirklich was ändern. Da kann man ja auch nicht mehr flüchten, ne? Nee, dann ist das vorbei. Ja. Wie lange ist das jetzt? 2 Jahre? Bestimmt 2 Jahre, ja. Kommt hin, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, du hast die Hilfe gesucht, ja. therapeutische Hilfe. Irgendwann wusstest du dann, ah, okay, das ist tatsächlich noch eine ganz eigene Erkrankung. Das ist eine Panikstörung. Ja. Wie war dieser Moment? Ich war nicht baff, weil ich wusste trotzdem nicht, was das heißt. Aber ich war trotzdem erleichtert, dass ich das erste Mal eine Diagnose gehört habe. Also das erste Mal, was heißt Diagnose? Aber das erste Mal hat mir jemand gesagt, was ich habe. Und es war nie so ein Ratespiel, sondern ich wusste, was ich habe. Und ich wusste, dass es in meinem Kopf ein Problem ist und dass es nicht unbedingt neurologisch ist. Um wirklich zu arbeiten an dir selbst, brauchst du einfach eine Diagnose. Du musst wissen, was es ist, damit du überhaupt dran arbeiten kannst. Und das hat mir ganz, ganz viele Jahre gefehlt. Ich wusste das so spät erst und konnte mich deswegen auch sehr spät damit beschäftigen. Wie würdest du diesen Prozess beschreiben? Also es hat meine Sicht verändert. Sie hat mir ein paar Tricks gezeigt und mir gezeigt, dass ich das trotzdem kontrollieren kann, auch wenn ich so kontrolllos bin in diesem Moment. Dass ich trotzdem kontrollieren kann, wie doll ich es haben möchte. Tatsächlich. Also, dass ich so früh schon anfangen kann zu atmen und vielleicht mit Kälte, mit Eis, so ein paar Reize setzen kann und so. Und das schon, dass ich das schon so früh beenden kann, wenn ich es eigentlich möchte. Also, wenn du merkst, okay, ich fühle mich seltsam, ich fühle, dass das irgendwie wieder kommt, ja. dass du sofort Skills, Methoden hast, die du anwenden kannst. Du hast eben gesagt, atmen. Atem ist interessanterweise ziemlich stark verbunden mit Gefühlen. Wenn wir jetzt eine Minute lang in der Hechelatmung da sitzen würden, würden wir uns nach einer Minute recht unwohl fühlen. Ja. Genauso, wenn wir ganz tief ausatmen und länger ausatmen als einatmen, vielleicht auch den Bauch entspannen oder auch die Muskeln entspannen, dann hat das sofort eine Feedbackschleife in unserem Körper zu unserer Angstzentrale. Ja. Weil es ist schwerer für den Körper, Angst zu empfinden, wenn man eigentlich, wenn die Muskeln ganz entspannt sind. Ja, atmen. Ich atme meistens so ein paar Sekunden ein, halte den Atem dann und spüre dann meinen Herzschlag durch den Körper so ein bisschen und dann atme ich länger aus. Was ich aber viel lieber mache, was aber nicht jeder machen möchte, ist, ich lasse es einfach passieren. Meistens lege ich mich auf den Boden oder ich setze mich auf den Boden, wo ich weiß, wenn ich falle, dann bin ich eh schon auf dem Boden, fühle ich mich immer persönlich sicherer und dann lasse ich es einfach da sein. Und dieses Gefühl fühlt sich am Anfang an wie eine Qual und wird also desto öfter ich das gemacht habe, desto schöner war dieses Gefühl danach. Also ich wusste, okay, jetzt kommt das und jetzt kommt das, jetzt kommt das, weil das ist vorbei so. Und seitdem ich das mache, ist es halt auch einfach weniger gekommen. Desto öfter man halt dieses Gefühl hat, desto mehr bist du dir bewusst, dieses Gefühl kennst du. Und wenn du dich mit dem Gefühl beschäftigst, ist es irgendwann normal. Und ich habe für mich immer versucht, es wegzudrücken, bis ich gecheckt habe, dass es eigentlich gar nicht weggeht. Ich kann auf meine Ernährung achten, ich kann Sport machen, ich kann alle Sachen machen, die man macht, damit es vielleicht nicht kommt, aber trotzdem kann es kommen und ich kann es nicht kontrollieren. Und ich habe mich eher damit zufrieden gegeben, dass es da ist und nicht gekämpft, das wegzubekommen. Ich hatte so viel Druck und so viel Stress und dann ist es immer wieder gekommen. Man muss alles irgendwie lernen. Ich habe das Gefühl, beim ersten Mal hat bei mir nichts funktioniert. Und mit der Zeit habe ich gelernt, dass das mich da rausholt. Und dann habe ich es immer wieder gemacht. Da sagst du was Wichtiges. Jeder muss ein bisschen rausfinden, was einem am besten hilft. Man muss ja auch oft Sachen ausprobieren. Also oft war es auch wirklich so, dass es einfach nicht geklappt hat. Vor allem der Anfang halt, wenn man sich sowas erarbeiten muss. Man kann nicht einfach so einen Trick machen und alles ist super. So, und deswegen war der Anfang für mich extrem schwer und ich wollte nicht weitermachen. Und dann war ich wieder hilflos, weil ich nicht wusste, was mache ich jetzt. Weil er kann mir nicht helfen, ich kann mir nicht helfen. Ich weiß nicht, was passiert, ich kann es nicht kontrollieren. Hilflos. Und habe dann immer weitergemacht und diese eine Sache durchgezogen. Und habe dann erst Fortschritte gemerkt und dann erst gemerkt, es hilft doch. Es ist nur eine Routine, die ich mir aneigne. So meine Routine, wenn ich Panik habe, meine Routine ist mir voll wichtig. Also, dass ich atme, dass ich das alles auch jedes Mal gleich mache. Es ist einfach so ein bisschen routiniert und ich weiß jetzt, ich mache jetzt diesen Schritt, danach mache ich das und das mache ich immer gleich. Es ist nie anders und das hilft sofort jetzt. Es ist für mich auch ein bisschen so wie zum Beispiel Klavierspielen oder so. Du lernst das und es wird anstrengend, also man glaubt es gar nicht, es wird anstrengend, die Finger tun weh und so. Du ziehst weiter durch und dann kannst du es und das kann dir dann keiner mehr nehmen. Vielleicht bist du mal ein bisschen weniger eingeübt, sagt man das so? Ja, ja. Weniger eingeübt, aber es kann dir keiner mehr nehmen, dass du es jetzt kannst und dass du deinen Weg gefunden hast. Kontrolle, das
ganz wichtig bei Angst. Also was man noch kontrollieren kann, kann man probieren zu kontrollieren. Den Rest lässt man laufen. Ja. Hast du irgendwann gemerkt, dass es in dir sowas gibt wie so ein internes Belohnungssystem, so yeah, ich habe das geschafft, vielleicht sogar, ich habe das alleine geschafft. Ja, voll, habe ich voll gemerkt. Und deswegen bin ich auch jedes Mal voll okay damit, dass es passiert, weil ich weiß, es ist irgendwann vorbei. Keine Ahnung, wie lange das dauert, aber meistens fühle ich mich danach sehr gut, also extrem gut sogar. Angststörungen ist die häufigste psychische Krankheit. Das haben sehr viele. Genau, 15%. Das ist eine Menge. Krass. Frauen doppelt so häufig wie Männer, wobei man... Warum ist das so? Ja, man vermutet, dass Männer eventuell auch einfach unterdiagnostiziert sind. Ja, die gehen wahrscheinlich nicht zu den Therapeuten. Die werden nicht diagnostiziert, also es ist eine Vermutung. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt so denkt, wow, das hört sich sehr familiar an. Ich glaube, ich brauche auch Hilfe. Was würdest du den Leuten raten? Es dauert ja sehr lange, bis man einen Therapieplatz hat, so mittlerweile. Und ich habe mich auch anfangs oft versucht, so selbst damit zu beschäftigen. Was wichtig ist, ist dein Umfeld. Also, dass ich gucke, sind diese Freunde, wissen die, was ich habe? Wissen sie, wie die damit umgehen? Wie die mir helfen können? Sind die wichtig für mein Leben und für meine Zukunft? Und wenn ich das Gefühl habe, dass es so ist und ich mich sicher fühle mit denen und nicht noch mehr Ängste habe, weil ich mich unsicher fühle, dann ist das schon mal das Richtige. Und währenddessen halt schon mal suchen, Therapieplätze suchen. Also ich dachte früher immer, ich brauche einfach nur irgendjemand, der mir hilft. Aber es ist auch nicht so. Mir ging es genau ein Jahr lang wirklich immer noch nicht gut, weil ich einfach nicht die Person gefunden habe, die für mich passt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man therapeutische Hilfe sucht und bei der Person bleibt, wo man merkt, ah okay, dieser Person kann ich wirklich vertrauen. Gerade bei Ängsten auch. Denn auf der anderen Seite von der Angst steht ja sowas wie Mut. Also, dass man sich traut, Sachen wieder zu machen, über Sachen zu sprechen auch erstmal und so weiter. Also Angst und das Gegenteil davon ist eigentlich Mut. Inwiefern hat dir denn deine Musik, das Schreiben, der kreative Output bei deinen Ängsten und deiner Entwicklung geholfen? Eigentlich... Schon viel. Also früher, ich habe ja angefangen mit 16 oder 15 ins Studio zu fahren und das ist so 50 Minuten von meinem Zuhause. Und für mich war das so, der Weg alleine schon war für mich extrem krass, weil 2 Uhr morgens zurückgekommen und so. Und für mich war Dunkelheit ja sowieso immer Gefahr. Und ich habe aber es wurde immer besser. Also die ersten Male waren schrecklich und danach wurde es immer leichter für mich, weil ich irgendwie jedes Mal mit so einem... Meine Routine war einfach, ich schreibe einen richtig krassen Song. Ich bin hingegangen, habe geweint, habe einen richtig krassen Song geschrieben, bin glücklich rausgegangen und der Weg war einfach doppelt so kurz, weil ich einfach diesen Song in meinem Ohr hatte. Ich hatte Kopfhörer. Ich war so stolz auf mich und das hat voll geholfen, das auch zu schreiben. Wenn du dir alte Songs anhörst, in denen du vielleicht auch Angst oder Kontrollverlust thematisiert hast, das erste Lied natürlich, I Don't Wanna Lose Control. Wie ist es heute für dich? Es ist schon ein bisschen her. 4 Jahre. Kannst du damit noch relaten? Ich kann noch genauso relaten. Also ich fühle das auch genau gleich, wenn ich möchte. Aber meine Sicht hat sich trotzdem geändert. Also für mich ist es nicht mehr so Hilflosigkeit und Kontrollverlust, sondern für mich ist es einfach nur Dankbarkeit geworden, der Song. Also für mich, das bedeutet nur noch Dankbarkeit an die Menschen, die mir daraus geholfen haben. Wie wird es denn für dich weitergehen? Gibt es noch Sachen, wo du sagst, okay, es gibt noch ein paar therapeutische Sachen, die ich irgendwie angehen muss oder so? Oder sagst du, es mit der Panikstörung ist jetzt schon ganz gut? Ich würde genau bei den Sachen bleiben, die ich gerade mache und schauen, was ich einfach noch erlebe, wo ich noch durch muss und so. Man weiß es ja nie. So, ich würde jetzt erstmal das machen, was gerade Thema ist. Zoe, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Es war sehr spannend. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem Weg, sowohl der psychischen Entwicklung sozusagen, als auch natürlich der musikalischen und den Verbindungen zwischen den beiden Welten. Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.